was man vielleicht nicht tun sollte, um nicht zu verunglücken und nicht zu sterben. Kaputtes Motorrad. Einmal. Ups, wie so eine Käseraspel, bleibt nicht auf Stefan Pitz. Was gibt's heute eigentlich zu essen? Stefan, was geht ab? Was steht heute an? Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Unfälle im Straßenverkehr. Ich habe leider relativ viel Expertise diesbezüglich. Mein Vater ist Motorrad gefahren bzw. fährt Motorrad. Er ist absoluter BMW-Enthusiast gewesen und ich bin oft mitgefahren. Wir haben zusammen mal MotoGP angeschaut und als dann Ghost Rider rauskam, habe ich mir alle VHS-Kassetten gekauft. Das war ein krasser Hype damals. Man muss sich überlegen, es gab kein Internet, nichts. Man hat diese VHS-Kassetten bestellt und hat die sich wirklich zigmal angeschaut. Außerdem war ich ein Riesenfan und bin ein Riesenfan von der Tourist Trophy. Isle of Man, einfach nur brutal. Das ist einfach, dieser Enthusiasmus ist aus solchen Videos natürlich entstanden. Es könnte natürlich keinen besseren geben als Fabio Schäfer, der uns auch seine Erfahrungen mit Zweirädern einmal mitteilt. Fabio, gib uns einmal seine Einschätzung. Meine Einschätzung zu den Gefahren auf dem Motorrad. Ja, was man vielleicht nicht tun sollte, um nicht zu verunglücken und nicht zu sterben. Also ich habe mich beim Motorradfahren tatsächlich dazu entschieden, bisher ein langsames Cruiser-Motorrad zu haben, mit dem ich über wunderschöne Landstraßen bei Sonnenuntergang cruise. Und, also die Motorradwahl sozusagen. Genau, die Motorradwahl ist entscheidend, absolut. Und ich mich bisher noch nicht dazu hinreißen lassen, Motorräder von dir zu testen. Obwohl das natürlich sehr verlockend ist. Ich weiß. Meine allererste Erfahrung mit einer Motocross-Maschine war... Dino. So geht es nicht, glaub mir. Das ist der falsche Weg. Wenn ich das Ding anbekomme, dann darf ich fahren. Bin auf diesem Parkplatz rumgefahren. Mit Kickstarter natürlich. Bin aufgestanden, hab dabei wohl den Gashahn voll durchgetreten. Bin wirklich Vollgas auf dem Hinterrad über diesen Parkplatz. Ich habe mich im letzten Moment mit diesem Motorrad unter der Schranke durchgeworfen. It's okay, I'm not dead. Zum Glück nichts passiert, außer kaputtes Motorrad, aber das war meine erste Erfahrung mit einem motorisierten Zweirad. Und das hier ist beim unmotorisierten Zweirad passiert, vor 2 Tagen. Bin schön auf Schiefer gelandet, wie so eine Käseraspel, schön hier auf und ab. Und ich glaube, auf dem Motorrad kann das nochmal anders aussehen. Ja, auf jeden Fall. Passt auf euch auf. Hört nicht auf Stefan Pitz. Ey, yo, what the fuck? Man trägt natürlich immer eine Mitschuld, weil man nicht vorausschauend gefahren ist in dem Moment und somit die Fehler oder die möglichen Fehler von den anderen Verkehrsteilnehmern kompensiert. Fabio, noch mal eine kurze Frage. Wenn du Motorrad fährst, ich muss einfach fragen, weil ich selbst nicht fahre, kitzelt es nicht manchmal in den Fingern, einfach Vollgas zu geben? Oder wie ist es? Ohne Mist, bei mir ist mit Mountainbiken da draußen, wo ich quasi nur für mich verantwortlich bin und keine Verkehrsteilnehmer, da habe ich Bock, so an die Grenze zu gehen, aber auf der Straße, ich habe keinen Bock, irgendwie einen Lastwagen, was weiß ich, irgendeiner, der mir die Vorfahrt nimmt. Und Dino, kann ich das ganz gut pegeln. Probieren und dann... Hi Dino, was geht? Das ist Salat, das schmeckt dir noch. Fabio, bist du der Hundeflüsterer geworden, ja? Ja, ja. Ich wurde direkt beschlagnahmt hier. Ich kann es nicht glauben, dass ich gerade pünktlich zum Training komme. Ich bin 15 Minuten vor der Startzeit da. Ja, dank Stefan bist du pünktlich. Ja, ja, ist jedes Mal so. Wenn ich mit Stefan unterwegs bin, bin ich immer pünktlich. Immer. A und O, nicht zu verunglücken, ist natürlich auf jeden Fall ein verkehrssicheres Motorrad zu haben, sein Motorrad regelmäßig zu warten, niemals mit komplett abgefahrenen Reifen zu fahren. Irgendwann ist es Zeit für jeden Reifen ausgewechselt zu werden, auch für den hier. Hier ist es wirklich essentiell, akkurat zu sein. Die Maschine war gerade beim Service mit genau so einer 701.
bin ich damals verunglückt. Das war mein härtester Crash auf jeden Fall. Ich habe mein Schulter-Eckgelenk abgerissen, 5 Wochen vor meinem Kampf. Und ja, habe meine komplette Vorbereitung mit einem angerissenen Schulter-Eckgelenk und später mit einem komplett abgerissenen Schulter-Eckgelenk bestreiten müssen. Und ich sage euch, es war maximaler Abfuck. Es macht einen signifikanten Unterschied, welchen Reifen ihr wählt. Mein Lieblingsreifen ist tatsächlich, habe ich auf beiden Maschinen drauf, ist der Michelin Road 5. Ist mein absoluter Lieblingsreifen, sowohl von der Gummimischung, vom Grip, auch bei Regen macht er extrem viel Spaß, dieser Reifen, und ihr seid wirklich sicher unterwegs. Kann ich nur empfehlen. Und ich bin nicht von Michelin bezahlt. Ja, viele werden sich jetzt fragen, was ist das für eine Maschine hier hinten? Das ist eine Husqvarna TE 450. Ist auch eins meiner Lieblingsmotorräder. Früher hatte ich 3 Stück davon. Ist 4-Takt-Maschine, hat noch einen Vergaser. Ich liebe Vergasermotorräder. Und ja, es ist alles fast manuell. Also keine elektronische Steuerung, kein Mapping. Und ich liebe diese Maschine einfach. Ich mache mit der auch Touren, aber es sind eher kürzere Touren, weil bis dahin ist es ungefähr so, als ob ihr auf dem Dachstuhl Motorrad fahrt, vom Gefühl her. Mein Vater hat mir damals so ein paar Grundregeln mit auf den Weg gegeben, was man auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man Motorrad fahren möchte. Und ein ganz wichtiger Faktor ist auf jeden Fall, dass man keinen Zeitdruck hat. Das heißt, wenn ihr zu einem Termin müsst und denkt, okay, ich nehme mal das Motorrad, weil es muss ja schnell gehen, ich muss pünktlich da ankommen, ich glaube, das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Man sollte niemals unter Zeitdruck Motorrad fahren, weil das führt dazu, dass man Fehler macht oder nicht vorausschauend fährt und somit in einen Unfall hineingerät. Das zweitwichtigste ist die richtige Schutzkleidung, weil die Schutzkleidung entscheidet darüber, ob euer Körper eventuell in 2 Hälften geteilt wird oder nicht. Ja, Kraftwagenfahrer. Für die ganzen Helden, die denken, nur so eine Jacke reicht, die liegen absolut falsch. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich auch mal so gedacht habe und dass es ein absoluter Irrglaube ist. Kauft euch eine ganze Kombi, ihr braucht geile Handschuhe, ihr braucht einen guten Helm, ihr braucht eine solide Hose und ihr braucht solides Schuhwerk. Ganz viele Motorradfahrer, vor allem junge Motorradfahrer, fahren ohne sicheres Schuhwerk. Nachdem ich mir die Haxen schon fast mehrmals abgerissen habe, habe ich mich dazu entschieden, einfach Motocross-Stiefel zu kaufen. Also im Falle, dass ihr euer Bein verliert, werdet ihr es wahrscheinlich ab hier oberhalb verlieren, anstatt dass ihr irgendwie euer komplettes Fußgelenk in 1000 Teile sprengt. Wer unseren Wrestling-Coach Saba Bolagi kennt, genau ihm ist das passiert. Sein Fuß hat sich einfach in Y geteilt und es hat, glaube ich, mehr als 2 Jahre gedauert, obwohl er ein extrem fitter Athlet ist, bis er wieder vollständig auf der Matte war und richtig trainieren konnte. Ein weiterer wichtigerer Faktor ist der Nierengurt. Der Nierengurt hat nicht nur den Effekt, dass er die Nieren schützt vor Zugwind, sondern, was auch viele Menschen nicht wissen, der Organabriss. Das heißt, ihr werdet durch die Luft geschleudert, durch einen Unfall. Alles, was sich im Inneren des Körpers befindet, können abreißen. Der Nierengurt hält das Ganze zusammen und komprimiert es in dem Fall. Lasst euch beraten, holt euch sichere Kleidung, denn lieber ihr investiert ein paar Euro mehr, da habt ihr definitiv was von, dann ist euer Körper, ihr habt nur einen Körper. Für den perfekten Komfort trage ich Laufsocken, Running Socks von Snox. Extrem strapazierfähig, sehr bequem, geile Passform. Ich denke, es ist sehr wichtig, die richtigen Socken zu tragen, gerade wenn man keine Compression oder Laufsocken trägt, man schwitzt, gibt es Druckpunkte und. Das versuche ich zu vermeiden. Was mir bei Snox besonders gut gefällt, neben dem Komfort und der hohen Strapazierfähigkeit, ist die umweltfreundliche Verpackung, ist alles in Pappe und ihr habt eine Lochgarantie. Das heißt, 6 Monate beträgt die Lochgarantie. Ich habe noch nie Löcher in diesen Socken gehabt und glaubt mir, ich kriege wirklich alles kaputt. Also ich bin extrem zufrieden mit denen. Mit dem Code T800 bekommt ihr 20%. So, und damit die Organe nicht abreißen, befestigen wir sie einfach. Es ist so makaber, aber geil. Und damit die Füße dranbleiben. Sehen auch aus wie Skischuhe, ne? Ja, die fühlen sich auch an wie Skischuhe. Ist nicht maximal komfortabel. Das ist auch nicht so geil, damit zu schalten. Man gewöhnt sich dran und ich denke, es gibt Schlimmeres. Nämlich zum Beispiel abgerissene Sprunggelenke. Jetzt, wo ich es gerade sehe. Vor 7, 8 Jahren hatte ich dann auch schon ab und zu die Idee, ey, ich muss keine Lederhose tragen, sondern ich ziehe mir einfach Schienbeinschützer an. Mutter! Vergesst die Scheiße, ist absoluter Nonsens, weil die werden einfach nach oben rutschen, eure Knie dann über den blanken Asphalt drüber rutschen. Werdet ihr danach denken, fuck, warum habe ich diese Hose nicht angezogen, sondern diese verblödeten Schienbeinschützer.
Was euch auf jeden Fall auch helfen kann, nicht zu sterben im Straßenverkehr, Seitenspiegel. Aber ich habe die runtergemacht, da ich die Maschine sauber gemacht habe und alle Gewinde einmal putz. Spiegel ist noch ganz? Spiegel ist noch ganz, kein Problem. Maschine. Gab es mal einen Moment für dich? Ich meine, du hast ja jetzt erwähnt, dass du mehrere Stürze hinter dir hast, aber gab es mal einen entscheidenden Moment, wo du dir gedacht hast, okay, das war's jetzt? Also warst du dir in dem Moment des Unfalls bewusst darüber, dass es jetzt vorbei sein könnte? Ja, da gab es schon mehrere Momente, wo mir auf jeden Fall der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Wie gesagt, der Unfall, wo ich mit dem Vorgänger von der hier verunglückt bin, da kam jemand auf meiner Spur entgegen und mir blieb nichts anderes übrig, als rechts in den Wald einzubiegen und sozusagen von der Fahrbahn selbst abzukommen. Was hat Lea dazu gesagt? Ich habe es versucht, vor Lea zu verheimlichen, weil ich bin mit einer anderen Maschine heimgekommen, mit einer KTM 1190er. Und Lea hat gesagt, ey, Sie sind geistig behindert. Warum fährst du ein anderes Motorrad? Ich so, ja. Mein Kumpel, mit dem ich gefahren bin, der hat meine Maschine mitgenommen, ich habe die Maschine mitgenommen. Aber ich war komplett schief. Ich bin so reingelaufen nach Hause. Ihre weibliche Intuition hat ihr in dem Moment natürlich verraten, ey, da stimmt irgendwas nicht. Und das hat dazu geführt, dass natürlich alles aufgeflogen ist. Es ist einfach das Worst Case. Ich habe einen Stein im Schuh. Kann man nicht ignorieren, oder? Nee, ich habe es versucht. Und so faul bin ich dann doch nicht. Hier ist er. Alter, es war ein Stück Holz. Ach du Scheiße. Der Showy ist einer meiner Lieblingshelme. Er wiegt einfach nur 1265 Gramm. 1,2 Kilo, das ist nichts für ein Motorradhelm. Ich bin nicht von Showy bezahlt. Geiler Helm, holt euch den Helm. Noch ein Ding, was ich auch oft gesehen habe, was ich tatsächlich selbst nie gemacht habe. Macht euren Helm zu. Es hat einen Grund, warum dieser Bändel hier unten dran ist und warum man ihn festzurren kann. Ja, nach den Unfällen habe ich mir oft Gedanken gemacht. Okay, soll ich noch Motorrad fahren? Oder soll ich es bleiben lassen? Und es ist halt einfach, ja, es ist ein Community-Ding. Also ich fahre super gerne, ich fahre mittlerweile auch gerne mit Freunden Motorrad. Und es ist einfach eine geile Sache in der Natur. Es ist ein ganz anderes Gefühl als Autofahren. Aber man muss sich gerade, wenn man Rennmaschinen fährt, immer wieder ermahnen, dass man langsam fährt. Das liebe ich zum Beispiel auch hier, diese Gemeinschaft unter Motorradfahrern. Man hat ja immer ein relativ roughes Klima im deutschen Straßenverkehr. Und bei Motorrädern ist es schon fast so ein Freundlichkeitskodex. Man grüßt sich gegenseitig, untereinander sehr hilfsbereit, verständnisvoll, gefällt mir sehr gut. Das haben wir mit Fabio schon vorhin thematisiert. Ich empfehle jedem Fahranfänger erst einmal mit einer kleinen Maschine anzufangen. Ich habe mit 125 Kubik angefangen, beziehungsweise mit 50 Kubik sogar. Mein erstes Motorrad war eine Yamaha DT50. Dann bin ich eine Suzuki 125 Kubik Cross gefahren und dann eine Yamaha DT125. Und danach kamen andere Maschinen, KTM EXC 525, KTM 450, Husqvarna SE 610 und so weiter. Was ich damit sagen möchte, ich habe niemals damit begonnen, mit Rennmaschinen direkt zu fahren. Außerdem empfehle ich jedem, neben der Expertise, die man auf der Straße sammelt, natürlich Fahrsicherheitstrainings zu machen. Denn hier lernt ihr abseits von der Straße, was kann euer Motorrad, was gibt es für physikalische Kräfte, wie wirken sie und wie wirken sie sich auf eure Fahrweise aus. Ein weiterer Faktor ist die Gruppendynamik. Viele Motorradfahrer fahren in der Gruppe. Wenn man unvernünftige Kameraden hat, die ja, sehr schnell fahren, die riskante Überholmanöver machen, verleitet es natürlich ganz schnell mitzuziehen. Es gibt natürlich auch noch ein paar Statistiken dazu, die belegen, wie viele Motorradfahrer im Jahr 2023 tödlich verunglückt sind. Der Mann, was geht so? Nix, ich muss jetzt Sachen schneiden. Ja, siehst nicht so glücklich aus dabei. Ich habe meine Sachen noch nicht, die ich schneiden muss. Was gibt's heute eigentlich zu essen? Ein weiterer Punkt ist natürlich, wie soll das auch anders sein, die körperliche Fitness.
wenn man einen Unfall erleidet, was ich natürlich keinem wünsche, ist ein stabiles Muskelgerüst, was unser Skelett schützt, natürlich von Vorteil und bewahrt uns vor dem Schlimmsten, eventuell, je nachdem, wie das Ausmaß des Unfalls ist. Das heißt, trainiert, seid fit und dann können euch natürlich eventuelle Unfälle und die Folgen nicht so schwer treffen wie jemanden, der nicht fit ist. So, Stefan, kommen wir jetzt auch direkt mal zur ersten Frage. Ich habe eine super gute Frage und zwar von Bischusch 6099. Er oder sie schreibt, was ein Blödsinn. Hauptsache Werbung für seine Supplements machen. Nein, mein Lieber, ich mache natürlich nicht nur Werbung für meine Supplements, sondern ich habe ja schon in dem Vlog gesagt, es ist essentiell, dass ihr sauber trainiert, dass ihr sauber esst, dass ihr einen ordentlichen Biorhythmus habt. Und bevor ihr euch irgendwelche Supplements oder irgendwie Geld für so etwas ausgibt, kauft euch ordentliches Essen. Achtet auf die Qualität eures Essens und tankt die bestmögliche Qualität in euer Auto, tankt ihr auch keine 50 Oktan. Stefan, kommen wir auch direkt zur nächsten Supplement-Frage von Christian Schurmeier. Er schreibt, moin Stefan, ist eine Supplementierung von Omega-3 wirklich notwendig? Oder kann man auch als Vegetarier über die normale Ernährung genug Fettsäuren zu sich nehmen? Das ist eine sehr gute Frage, kann man pauschal natürlich nicht beantworten. Ich empfehle dir auf jeden Fall einen Test, der das Omega-3 zu Omega-6 Fettsäurenverhältnis eruiert. Das wird Aufschluss geben und dann hast du die ganz genaue Antwort, denn jeder ist individuell veranlagt. Sascha aus Kronberg schreibt, lieber Stefan, ich habe durch dich für mich das Eisbaden und vieles mehr entdeckt. Nun zu meiner Frage. Ist deiner Meinung nach die Regeneration durch deine vegane Ernährung und die Einflüsse durch das Eisbaden erheblich verbessert worden? Wie hat sich per se deine körperliche Leistungsfähigkeit dadurch verbessert? Einen lieben Gruß und mach bitte weiter so. Sehr gute Frage. Ich muss sagen, dass sich vor allem meine Blutwerte verbessert haben in dem Moment. Das heißt, mein Blutbild im Großen und Ganzen, Entzündungswerte und sind nach unten gegangen. Aber wir haben natürlich bei einer Person, die einzeln in dem Moment objektiv durch Blutwerte, in diesem Fall bin ich das, bewertet wird, keine wissenschaftliche Evidenz. Das heißt, wir haben keinen Vergleich. Es gibt keinen Zwilling von mir, der zur gleichen Zeit tierisch gegessen hat, im gleichen Körperzustand. Also es ist super schwierig zu sagen, ja, es ist aufgrund der veganen Ernährung passiert, weil wir haben keinen Vergleich. Und deshalb würde ich immer sagen, dass es eine subjektive Wahrnehmung von mir war, weil ich mich besser fühle, weil meine Regeneration sich verbessert hat und meine Wundheilung im Zuge dieser Kreuzband-OP 2019. So, Stefan, Lukas fragt... Er heißt Lukas und so, Stefan. Lukas fragt, hallo Stefan, bei deinen Trainingseinheiten... Soll ich die Frage einfach stellen, weil du dir selber nicht nach dem dritten Mal merken kannst, Simon? Lukas fragt, Stefan, kannst du dir vorstellen, an einem Hyrox-Wettkampf teilzunehmen, da du ja viele Module aus dem Hyrox-Disziplinen in deinem Training verwendest? Lieber Lukas, yes. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Hyrox ist ein mega geiles Format und reizt mich definitiv als Athlet. Mal schauen, ob ich dieses Jahr teilnehmen werde. Lukas hat mit dieser Frage das T800-Paket gewonnen, denn ich wollte das bald mal publik machen, was die Leute von Hyrox halten, wie ihre Einschätzung dazu ist, was der Vergleich zu den CrossFit Games ist und ich denke, dass Hyrox noch jede Menge Wind machen wird. Auch in diesem Vlog werden wir wieder ein T800-Paket im Wert von 100 Euro verlosen. Schreibt dafür unten in die Kommentare eure Frage. Die Frage mit dem meisten Mehrwert für die Community bzw. Fragen werden aufgegriffen und wir küren natürlich wieder den Gewinner des T800-Paket. In diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog.